Sehr gut, es läuft. Da wären wir auch gleich. Jo, ich würde sagen, wir beginnen gleich. Wie ist der Plan für heute? Ich würde vorschlagen, wir machen insgesamt 3 Stunden Risen erst einmal. Nach 1,5 Stunden circa 10-15 Minuten Pause. Würde ich meinen, das ist in Ordnung, hoffe ich. Ich habe den ganzen Schmäh hier auch jetzt mehrmals probiert und getestet. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es funktioniert. Bisher war es bugfrei. Ich habe alle Viecher gesehen. Es gibt keinen John und keine Glubschaugen, Völker mehr. Also müsste es passen. Ein Momentchen. So, ich starte nur noch kurz die Aufnahme dazu, weil, wenn ich das Knöpfchen. Oh, läuft sogar. Perfekt, läuft. Weil, wenn ich nämlich das nicht mache, also über den Knopf das machen tue, dann nimmt das oft nicht. Passt, läuft alles. Also, ja, wir sind hier gestrandet, so wie beim letzten Mal. Sind schiffbrüchig, alle sind gestorben, wir sind der einzige Überlebende, so wie es ausschaut. Vom Schiff ist halt auch nichts mehr übrig. Und ich bin einfach mal jetzt dabei, Graffel einzusammeln. Ich hoffe, man hört vom Spiel her alles recht gut. Gut. Auch was er so sprechen tut. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Jo, das frage ich mich auch. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Beim letzten Mal waren wir in Buggyland. Aber mal schauen, wo wir diesmal hier sind. Ich habe mich das auch schon gefragt. Oder nächste Antwortmöglichkeit? Keine Ahnung. Wir sollten uns umschauen. Gibt's noch mehr? Nö. Ja, beim letzten Mal hatten wir das obere, nehmen wir mal das untere, ne? Keine Ahnung. Wir sollten uns umsehen. Einverstanden. Vielleicht finden wir irgendwo in der Nähe einen sicheren Ort. Hier habe ich kein gutes Gefühl. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Jo, passt. Nur mal so eine kurze Ja, dann Frage. Hört geht's. man auch die Sarah gut? Wenn sie was spricht? Ich hoffe. So, wir haben hier schon mal einen stabilen Ast. Der ist mir aber nicht gut genug. Denn wir wissen, auch so ein Knüppel aus dem Sack ist nicht unbedingt das, wonach unser Heldenherz bestrebt und schlägt. Ich glaube trotzdem mal den ganzen Müll hier auf. Der ist sicher für irgendwas gut. Rum und so, da kann man sicher hier und da vielleicht einen Piraten bestechen. Die stehen ja auf so einen Graffel. Auf so ein edles Tröpfchen, Entschuldigung. Ja, und zwar da hinten. Das wissen wir schon von vorigen Samstag. Da hinten gibt es eine Waffe, die letzten Samstag als Faustwaffe gedient hat. Wortwörtlich Faust. Die hat man nämlich nicht gesehen. Aber jetzt müsste es eigentlich passen. So, und zwar der Gute hier. Ja, der hat hier einige Goldmünzen und Jagdmesser. Ich soll vielleicht auch mal vorlesen, was da steht, ne? Also Jagdmesser ist ein Schwert, frisch gewetzt und so manchem üblen Monster das Fell über die Ohren zu ziehen. Jo, Klingenschaden 12, benötigt Stärke 10, also 8 von 10 wahrscheinlich so gemeint. Goldwert 26. Verkaufen wollen wir es nicht, wir wollen es nur ausrüsten. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Stimmt, da war das Inventar. Auf I. Klar, I für Inventar. Ist ja logisch. Perfekt. Und tada! Wir sehen es hier. Ich trage das Messer, also das Jagdmesser am Rücken. Yeah, das war letztes Mal nicht der Fall. Hurra, hurra! So. Okay. Weil sonst könnte ich noch probieren.
ich kann noch probieren, warte mal, dass man die NPCs vielleicht besser hört. Wo war das denn? Schnell, Ton. Sprache haben wir auf 100, Musik, Gesamteffekte, Hintergrund. Ich probiere es mal mit Hintergrund, dass ich es da vielleicht ein bisschen erhöhe. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht das Rauschen des Meeres sich erhöht dabei. So, fortfahren. Ah, ich glaube, das passt. Schauen wir mal, ob die Damen und Herren jetzt leichter zu verstehen sind. So. Muscheln, wo seid ihr? Kommt zu Papa. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht mit einer tiefen Stimme spreche, wenn es um den Helden hier geht, das liegt einfach daran, es ist ein Piranha-Bytespiel. Und schon von Gothic 1 und Gothic 2 war es eben so, die namenlosen Helden haben alle einen an der Waffel, zumindest in meinen Let's Plays, und die haben seitdem immer eine Frauenstimme im Kopf. Und das bin ich. Ja, die armen Schweine. Da müssen die durch. Na dann, lass uns loslegen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ist es besser geworden? Ja, perfekt. Ja, die Waffe ziehen tun wir mit dem Mausrad. Tada, da haben wir es auch schon. Und wir gehen einfach mal in die Wildnis. Ja, die Scavenger haben wir im letzten Teil ja auch schon gesehen. Pass auf! Ja, ich pass schon auf. Komm her, du Federvieh. Na, komm. Bäm, zack. Na, du musst schon ausweichen, Gnädigste. Na, komm her, Mistviech. Da, zack. Nix mehr mit unsichtbaren Gegner. Na, komm her. Zieh dich nicht so. Ich will deine Schenkel haben. Die Waffe wegstecken tun wir ebenfalls mit dem Mausrad. So, was haben wir denn da Schönes? Roher Bollen. Ja, ich sage immer Keule dazu. Leider roh. Geh mit den folgenden Zutaten zu einem Feuer oder Herd. Okay, ja, dann können wir es braten. Klar, dann ist es natürlich bekömmlicher. Weil ganz ehrlich, wer steht schon auf rohes Hühnchenfleisch? Und ab in den Rücken damit. Na komm her. Ja, komm. Bäm. Jawohl. Wow. Sehr gut. Noch mehr Keulen. Schinken wollte ich jetzt sagen. Hornmuschel. Eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Ich gehört nicht dazu. Nee. Keine Chance. Und einen köstlichen, saftig frischen Apfel, der 5 Lebenspunkte gibt. Super. Das wird dann einmal unsere Nachspeise sein. Gibt es hier... Ja, Muscheln. Muscheln. Hoppala. Ja. Keine Klo-Muscheln, nein. Meeresmuscheln. Da. Ich denke mal, dass es das gewesen sein täte, tüfte, tut. Ich halte mir die Stellung. Und das Wichtigste... Da bist du ja wieder. Ja, Entschuldigung. Ich habe mir nur gerade ein bisschen die Füße im Meer da abgekühlt. Und gewaschen. Und zwar... Was jetzt noch das super Tolle ist, passt auf, ich kann speichern. Endlich kann ich speichern. Hurra. Und zwar, ja, ihr seht schon, hier habe ich ein bisschen was getestet. Jo, Hallöchen, du mieser Spielstand und so. Richtig. Den werde ich auch gleich umbenennen. Das müsste nochmal gehen. Jawohl. Zu Spielstand Nummer 1. Okidoki. Achso, da bleibt trotzdem. Vielleicht kann ich den... Nein, den werde ich dann bei passender Gelegenheit mal entsorgen. Passt so. Tschüss. So. Puh. Gut. Dann gehen wir weiter ins Landesinnere. Jo, jo. Für all jene, die hier neu dabei sind, also hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin noch Twitch-Anfängerin. Ich bin noch ein Greenhorn. Man merkt es wahrscheinlich. Aber... das liegt halt auch, oder besser gesagt, das ist der Grund, warum die Qualität momentan für euch nicht so toll ist und nicht so schön ist. Ich muss das mir erst verdienen. Jo, wie so vieles im Leben muss man sich bessere Qualität erst erarbeiten und verdienen. Hui, natürlich mit eurer Hilfe werden wir das auch schaffen. Mhm. Also sofern ihr das aushaltet mit mir,
Immer schön fleißig zuschauen. Ja, sag einmal, du Federvieh. Ich mach gleich ein Kopfkissen aus dir. So, würdest du bitte... Jetzt komm. Jetzt stirb. Nein, weicht doch mal aus, ne? Komm her, du Federvieh. Aber jetzt. Jawohl. Her mit deiner Keule. Danke. Man sieht jetzt auch endlich wieder Pflanzen. Man sieht alles. Also die Pflanzen pflanzen mich nicht mehr. Ja, der war schlecht. Der war schlecht. Jo. Ja, und da vorne, man sieht's, was mich da damals Unsichtbares angegriffen hat. Ein hungriges Wölfchen. Mhm. Ja, und den machen wir auch gleich kalt. Da braucht er nicht mehr Hunger leiden. Komm her. Ja, ja. Bam. Na komm. Ja, ja, sicher. Au. Ah. Ja, sicher. Na komm. Ja, yeah, Gott sei Dank. Der ist abgenippelt, super. Was hat der? Zähne, super. Raubtierzähne werden gerne als Trophäen genommen und viele Händler zahlen einen guten Preis dafür. Mhm. 10 Goldmünzen wert. Mhm. Wo? Ja, wieso nicht? Schiffswache. Was hast denn du schönes Goldmünzen? Rohes Fleisch. Kann man in der Pfanne braten. Ach, im Ernst? Gehe mit folgenden Zutaten zu einem Feuer oder Herd. Und natürlich die Muscheln. Manchmal findet man eine Perle in einer Muschel. Sehr gut. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Mhm. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Jawohl. Mach mal, Madame. Zu Befehl. Aber zuerst gibt es mal ein saftiges Tränkelein. Prost. Supi. Okay. Ah, und da haben wir auch schon... Tada. So schaut ein Heilkraut aus, ne? Also sehr hübsch. Mit schönen Blüten drauf. Wunderbar. Jetzt gehen wir aber noch zuerst darüber, bevor wir da regulär den Weg raufhatschen. Gehen wir zuerst darüber und sammeln hier noch eine Beere ein. Also so einen ganzen, gleich die ganze Staude. Und hier haben wir eine junge Stachelratte. Boah. Ja. Das ging gut. Das ging super. Ja. Und dann hier haben wir einen Pilz. Druidenschierling. Den habe ich letztes Mal aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, übersehen. Der hat sich direkt von mir versteckt. Und da haben wir nochmal einen hungrigen Scavenger. Na komm her. Jojo. Bam. Na, zieh dich nicht so. Ah. Oh. Sehr gut. Noch eine hübsche Keule. Jetzt haben wir wieder hier, genau. Kraut, also pflanzenmäßig. Ich werde sicher irgendwas übersehen. Das geht gar nicht anders. Weil ich eben so bin, wie ich bin. Kann mir schon wieder mal passieren, dass ich hier und da was übersehe. Ein Grünblatt haben wir da. Und eine Mana-Wurzel. Mhm. Ich glaube da oben, ja da ist noch was. Eine Heilwurzel. Super. Da drüben schaut sauber aus. Und was haben wir da? Hm, eine Höhle. Oh, da ist noch ein Kraut. Mana-Pflanze. Super. Automatische Speicherung. Irgendwas lebt da drin. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das was Gesundes ist. Ich speichere mal. Speichern. Und zwar werde ich hier einen zweiten... Warte mal. Einen zweiten Spielstand machen. Nein. Warte. Hey, ich will das umschreiben dürfen. So, weg damit. Spielstand Nummer 2. Nein, 2. Genau. Okay. Und weiter geht's. Aber ich glaube, das ist das dürften Ork sein, ha? Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Oh. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Na gut. Schaut ihr irgendwie nach einem... Keine Ahnung, was aus. Goblin vielleicht? Irgend sowas? Werden wir sicher noch kennenlernen, diese Viecher. Jo. Mhm. Ja, ja, ja. So. Dann gehen wir jetzt den Weg entlang, wie es sich gehört. Halt, da ist noch eine Pflanze. Noch eine Mana-Pflanze. Super. Ach, ist das schön, wenn man endlich alles sehen kann. So, da waren wir schon. Da müsste es passen.
passt, dann gehen wir weiter ins Landesinnere. Mal schauen, ob wir hier den ein oder anderen Menschen kennenlernen können oder ob hier alles komplett verlassen ist. Ich verrate es nicht. Für all jene, die das Spiel noch gar nicht kennen. Ja, es ist ein Geheimnis. Mhm. So, lala, na. Da, 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 da. Da, 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 da. Mhm. So, da haben wir noch eine Mana-Pflanze. Siehst du die Fackel? Ja. Wir müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Ach so, ich dachte, du hättest sie aufgestellt, während ich mich da hinten abgemüht habe, ne? Aber nein. Dann gibt es hier doch Menschen auf der Insel. Mhm. Hier ist auch eine Höhle. Oh, oh, oh. Hallo. Servus. Na, du Mistviech. Komm her. Na, nicht die Sarah-Schlange. Komm. Also, du blödes Viech. Also, ist sie unglaublich. Au. Da, zack, zack. Einmal noch. Jawohl. Ich weiß, man sollte... Mein Profispieler, ne? Man kann das ganze Zeugs hier ohne weiteres liegen lassen. Die Viecher respawnen erst, wenn sie gelootet worden sind. Somit kann man wieder zurückkommen und ich denke mal, Kürschen und so kann man dann auch. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt noch irgendwo ein Fremdling herkommt auf der Insel, werden sie glauben, hier sind lauter Idioten, ne? Lassen da einfach tote Viecher rumliegen, ne? Also es muss schon sauber sein. So, ja. Wie gesagt, da gibt es sicher haufenweise Tricks und Sachen, die man machen kann, um das Spiel wirklich bestmöglichst auszubeuten, sage ich mal, auszunutzen. Oh, ja. Wenn ich so weitermache, werde ich bald sterben. Ja, komm her. Du Stachelratte, du. Pass auf! Ja, ja. Ich habe sie schon gemerkt. Au! Ja, ja, sicher sterbe ich, ne? Au. Ja, sicher sterbe ich. Ah, nein, ich sterbe nicht. Puh. Rohes Fleisch. Ja, das werde ich gleich brauchen. Ich schaue nochmal schnell ins Inventar rein. Ja, das gibt nur Mana. Na, warte, da vorne ist, glaube ich, warte, hier müsste, ja, da ist ein Heiltrank, eine Beere, ein kleiner Heiltrank und eine Goldmünze. Aber eigentlich dürfte mir davon jetzt nichts passieren. Ich könnte mich jetzt normalerweise ins Bettchen legen. Also ich denke mal, dass im Haus eins sein wird. Jo. Hallo? Freund oder Feind? Hm, schön. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Mhm. Was ist die weiß passiert? Das jetzt schon, das verlassen Wo ist. Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Jawohl. Wie die Sarah von vornherein schon weiß, dass das Haus leer ist, obwohl hier, ne, Blut und so... Also mir wäre das Haus nicht so ganz geheuer. Rohes Fleisch im Dreck liegend. Ah, schön, lecker. Gleich eine natürliche Panier drauf, ne? Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Suppi. Das nehme ich obendrein noch. Eine einfache Truhe, ein Brot am Boden, Suppi, mit natürlichem Edelschimmel, ganz bestimmt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aha, jo, das kann sein, weil wir es noch nicht gelernt haben. Eine Flasche Grog am Boden, ein Besen. Ui, unter Bett, endlich mal schlafen gehen. Man sieht das Bett, ja, man sieht das ganze Haus von innen. Es verschwindet nicht, super. Bis zum nächsten Morgen pennen. Auf jeden Fall, das haben wir uns schon mal verdient. Jo. Und dann hier Schlüssele und so. Wunderbar. Finde den Schlüssel im verlassenen Haus. Erfahrung plus 25. Ich bleib stecken. Super. Ah, die Sarah setzt sich mal dorthin, wo, glaube ich, das Fleisch... Ja, wo das Fleisch war. Macht nichts. Dann machen wir hier gleich mal auf. Ich glaube, das dürfte... Ich hoffe... Ja, super. Der Schlüssel passt. Wir haben hier Goldmünzen, ein kleiner Heiltrank, habe ich ganz vergessen vorzulesen. Ein schwacher Heiltrank ist das, der 75 Lebensenergie zurückgibt. Dann Wasser, frisches Wasser, Zutat für viele Tränke, Mana plus 5. Dann haben wir köstliche Milch, die ist schon ein bisschen ranzig, weil hier gibt es ja keinen Kühlschrank oder so, aber das macht nichts, das stärkt die Manneskraft.
Ja, die Milch macht's. Mana plus 5 wird sie auch geben und das Wichtigste, eine Pfanne. Zum Braten am Herd oder über dem Lagerfeuer. Also her mit allem. Plündere die Truhe im verlassenen Haus. Plus 25 Erfahrungspunkte. Supi. Dann würde ich sagen, wir gehen mal Sarah Bericht erstatten. Schau mal, Schöne, wir haben da was für dich. Ach ja, übrigens, im Haus ist auch keine Menschenseele. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich habe das schon gemacht und ich konnte sie übrigens öffnen, die Truhe, ne? Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Ja, ich dachte, du machst mir so eine leckere Keule. Selbst ist der Mann. Jo. Männer können sowieso hervorragend kochen. Also, gebratenes Fleisch, jawohl. Bitteschön. Ja. Mhm. Das macht er super. Sieht lecker aus. Ja, bin ganz deiner Meinung. Dann machen wir auch gleich die Hähnchenkeulen, würde ich sagen. Knusprig und lecker. Lebensenergie plus 10. Goldwert wären 10. Gehe mit folgenden Zutaten zu einem Feuer oder Herd. Rohrbollen. Ja, das wissen wir schon. Das Schöne ist, dass er gleich alles auf einmal brät. Das ist echt schön. Das ist wirklich schön. Ja. Mhm. Riecht schon mal nicht schlecht. Ja, und du hast es geschafft, deinen Fuß nicht zu verbraten. Brathering. Knusprig gebratener Fisch. Gibt 5 Lebensenergie und 5 Mana zurück. Mhm. Sehr schön. Goldwert wären 15. Man braucht dafür einen Hering. Den haben wir eh mit, sonst würde es ja gar nicht gehen. Ganz klar. So, Lecker. Ja. Passt. Na gut, mein Täubchen, ne? Hier hast du dein Stück Fleisch. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Das war das Fleisch, was auf dem Boden lag. Ist gehaltvoller mit den ganzen Maden. Wir müssen weiter ins Landesinnere. Wir müssen weiter ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Na gut, wenn du meinst. Dann komme ich wieder und hol dich hier raus, ne? Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Schauen wir mal. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Oh, verboten. Gerade das ist ja reizvoll, ne? Alles, was verboten ist, ist irgendwie reizvoll, ne? Sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben eine schöne Minze gefunden, da eine Heilpflanze. Und dann schauen wir gleich mal, ob der John das Glubschauge von damals, also vom letzten Samstag, auch hier ist, zufällig. Weil das war ganz, ganz interessant, weil angeblich soll es diesen John, diesen Glubschaugen-John gar nicht geben. Und, yep, ihr hattet recht. Hier ist keine Menschenseele, weil hier sollte er eigentlich sein, der John. Jo. Na Fisch, einfache Truhe. Mal schauen wir mal, was drinnen ist. Es ist nicht verschlossen. Oder doch? Durch den Dietrich, den wir haben, geht jetzt alles auf oder verbraucht sich der auch? Ah, der verbraucht sich, glaube ich. Vom Hof, der nahe am Strand liegt. Ja, vielleicht kann man mit dem... ist ja wurscht. Also, wir haben hier Goldmünzen, wir haben einen Mana-Trank. Normaler Mana-Trank. Mana plus 100, das ist supi. Wichtelkappe, selten und in der Alchemie sehr begehrt. Geschicklichkeit plus 1, supi. Ah, da kann man sicher wieder einen Trank draus brauen. Also nicht gleich aus lauter Gier wegessen, da geht sicher noch was. Und auch nicht verkaufen, weil wenn man die zurückkaufen will, das kostet sich ein kleines Vermögen. Und eine tolle Säge, praktisch um Holz zu zerkleinern. Okay, super, nehmen wir alles mit. Yeah. Dann
Ach übrigens, ich spiele hier jetzt komplett ohne Mods. Ich habe keine einzige Mod drauf, weil ich es mir momentan nicht zutraue. Es wird zwar eine geben, die wird mir persönlich ganz besonders reizen. Und zwar die Möglichkeit, sein eigenes Haus bauen zu können. Oder irgendwie so ein Hütchen mieten, keine Ahnung, wie genau das gehen täte tut. Ob man es jetzt baut oder kaufen kann, wie auch immer. Boah, das wäre halt schon... Solche Sachen mag ich schon gern. So, wen haben wir denn da? Aha, da dürfte ein Wölfchen sein. Ein ausgehungertes. Ja, ja. Komm daher. Batsch. Aufs Goschert. Zack, zack. Au, 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 au. Zack, zack. Da kann man sich auch nicht wehren. Momentan noch, da ich kein Schild habe. Ja, und wir haben ihm all seine Zähne entnommen. Der braucht nie mehr Angst haben, dass er Karies kriegt. Mhm. Nein. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Nein. Schaut gut aus. Mhm. Wir werden jetzt noch schnell ein bisschen Wasser zu uns nehmen. Boah, ich bin schon so durstig, ey. Bei der Gelegenheit. Prost. So, und gleich nochmal. Er hat mehr Durst als ich. Der muss ja auch kämpfen, ne? Ich brauche nur sitzen und quatschen. Und ein bisschen mit den Fingern herumarbeiten tun. Was haben wir hier noch? Minze. Mhm. Gut. Und dann geht's auch schon weiter. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Da drüben noch vielleicht schnell schauen, ob ich hier was übersehen habe. Nichts leichter wie das. Schaut nicht so aus. Hoffe ich. Ich hoffe es. Na. Nö. Alles gut. Fisch. Dann gehen wir eben, wie die liebe Sarah gemeint hat, ins Landesinnere und hoffen, dass wir ein paar Leute noch finden, die hier Leben tun. Eine Beere, sehr gut. La 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 la, da-dam, da-dam, was haben wir hier? Ein Mana-Pilz, holla. Und das ist ein Korb. Glaube ich. Mhm. Oh. Na dann, komm her, du Mistviech. Ja, komm. Das Jagdmesser ist schon gewetzt für dich. Na, komm. Wie ich den schön im Flug erwischt habe. Boah, ja sicher, und jetzt gar nicht mehr. Aber jetzt. Na, jetzt. Juhu. Frische Keulen. Mhm. Und noch ein hübscher Mana-Pilz. Und da ist, glaube ich, auch noch was. Eine Mana-Wurzel. Dann geht's hier weiter. Haben wir da was? Mhm. Noch ein Pilz. Und ein Mana-Pilz noch. Super. Super. Da ist auch noch ein Mana-Pilz. Boah. Das habe ich damals irgendwie alles nicht gesehen. Also letzte Woche. Inzwischen habe ich einen ganzen Sack Karotten gegessen. Wahrscheinlich liegt es daran. So. Na komm. Was war denn das jetzt für ein Schlag? Wo? Da habe ich wohl eine wunde Stelle erwischt. Mir soll es recht sein. Reiselust. Das Pflanzl heißt Reiselust. Wo? Nehmen wir mit. Und noch ein Druiden-Schierling. Mhm. Was haben wir dann hier noch alles? Nix mehr, glaube ich, ne? Ach ja, die Truhe hier, die ist nur zum Spaß da. Momentan halt, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, ob die jemals... Wird die jemals wichtig sein? Zumindest ist die hier nur mal als Zierde. Ich kann da dabei nichts machen. Vielleicht können wir sie mal mit einer Axt oder so öffnen. Einfach, weißt du, draufhauen. Rohe Gewalt kann hier und da durchaus nützlich sein. Stimmt. Und dann geht's hier rauf. Da gab es nämlich hier... Unser erstes kleines Schild. Yeah. Goldmünzen einen Haufen. Und eine Fackel. Boah, supi. Ja, und ein Grabstein. Jo, mit einer Kerze. Also der Grabstein wird auf jeden Fall besucht. Zumindest hier und da mal. Also es muss hier irgendwie Leben noch auf der Insel geben. Die Frage ist nur, Freund oder Feind? So, der Lehm. Also mal ins Inventar klubschen. Ich würde mir nämlich gern... Achso, einen Ring haben wir auch schon bekommen. Händler geben gutes Gold dafür. Mhm, okay.
Aber ich möchte gerne den Schild ausrüsten. Kleiner Schild. Dieser Schild hat schon bessere Tage gesehen. Schutz vor Hiebwaffen plus 2 und Schutz vor Klingen ebenfalls plus 2. Hiebwaffenschaden 1. Goldwert 50. Na, der Wall werden wir nicht verkaufen. Habe ich ihn jetzt an? Jo. Und eine bessere Waffe haben wir eh nicht. Ach ja, stimmt. Knüppel und stabiler Ast habe ich auch noch nicht vorgelesen. Fangen wir mit was fangen wir an? Nehmen wir halt den stabilen Ast. Ist ein Stab. Nicht gut ausbalanciert, aber im Notfall als Waffe zu verwenden. Hiebwaffenschaden 10. Benötigte Stärke 10 von 10. Goldwert 15. Und Knüppel aus dem Sack ist ein Schwert. Ja. Der erstbeste Holzknüppel, der halbwegs gut in der Hand lag. Hieb, Waffenschaden 8. Benötigte Stärke 5 von 10. Und eben unser Jagdmesser, wissen wir schon, macht am meisten Damage mit 12 Klingenschaden. Und man braucht eben nur 8 von 10 Stärke. Also wir können den locker führen. Warte mal, haben wir noch mehr? Da ich gerade sehe, oh, da hinten ist eine Dings. Hand und so. Also Hand, ja. Magie ist das, genau. Sonstiges, Pfanne, Besen. Schade, dass man den Besen nicht als Waffe nutzen kann. Das wird sicher lustig ausschauen. Aber dabei passt schon mal so. Fisch. Jetzt haben wir eine bessere Verteidigung. Jetzt müsste nochmal das Schild auch gegen Monster uns da helfen tun. Ja, komm da her. Yeah. Zack, zack. Hoppla, die hat überlebt. Ich dachte, die ist hin. Super. Geschafft. Und zwar Flügelstaub. Hat die Motte. Der zarte Staub eines fliegenden Insekts ist 15 Goldmünzen wert. Jo. Und ein Grünblatt haben wir noch da. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da reingehen sollen. Ich werde es einfach mal speichern. Ich mache noch einmal einen Spielstand. Einen dritten. Alle guten Dinge sind immer 3. So. Spielstand Nummer 3. Okidoki. Passt. Und mit den 3 werden wir arbeiten. Der automatische ist sowieso immer da. Und den da, wie gesagt, werde ich irgendwann mal bei passender Gelegenheit entsorgen. Gut. Dann gehen wir mal da rein. Ich hoffe, dass es nicht unser Tod sein wird. Es könnten hier nämlich Skelette... Boah, ist da dunkel. Einen Moment. Ich höre was. Ich habe nämlich gehofft, dass es hier vielleicht Items gibt, die ich brauchen kann. Also die wir brauchen können. Okay, noch lebt hier nichts. Wartet mal kurz, die Fackel und so. So, schon besser. Puh, du Sau. Aha, da geht's tiefer rein. Ich glaube, das sind die Motten von draußen. Okay, ich glaube, die regen sich gerade voll auf. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das schlau ist, was ich da mache. Ich hoffe, ich bin da noch schnell genug. Ja, ein Pilz. Um die Beine in die Hand zu nehmen. Ah, da ist er zugesperrt. Achso, da sind Motten drin. Okay. Was haben wir da? Noch ein Mana-Pilz. Ich schleiche mich jetzt mal. Ich gehe wieder raus. Oder? Würde die Tür aufgehen? Ich weiß, dass diese Dinger hier mal später für Bedeutung sein werden. Was ist da eigentlich drin? Eh nur so eine Motte eigentlich, ne? Ja. Nö, geht eh derweil nicht wirklich auf, ne? Dann war das quasi eine Zeitverschwendung. Aber immerhin haben wir 2 Pilze bekommen. Ist ja auch schon mal was. Wah, Alter. Ach so, ich muss mich da runterfallen lassen. Ich glaube, so war das, ne? Das ist halt die Frage. Wo habe ich denn gespeichert? Warte mal, speichern. Ich nehme nochmal schnell den ersten. Du da. Ja, überschreiben bitte. Passt, müsste passen. Ja. Also fortsetzen. Dann würde ich sagen... Heureka! Komm, zück deine Waffe. Hallo, du Depp. Servus, saufig.
Zack, brack, bam. Jawohl, und hinter sie. Wuha. Und natürlich wieder Flügelstaub. Komm her, gute Fackel. Schwere Truhe. Oh, die geht einfach so auf. Super. Goldmünzen. Oh, leckeren Wein. Der ist sicher ein gutes Tröpfchen. Ein guter Tropfen. Wichtige Zutat für viele Tränke. Mana plus 5. Und noch eine Fackel. Nehmen wir alles mit. Ja, der Wein muss gut sein. Ich will gar nicht wissen, wie lange der da unten schon vor sich hin... ja. Schimmelt. Wartet. Ein kleiner Mana-Trank. Schwacher Mana-Trank gibt 50 Mana zurück. Das Wasser kennen wir schon. Und noch eine Fackel. Supi. Passt. So. Und da haben wir auch schon den Hebel. Tada! Abenteuer. 10 Erfahrungspunkte. Yeah! Und jetzt gehen wir weiter. Hm. Prima, prima. So. Ja. Wow. Dreimal schaffe ich es nicht reinzufallen und beim vierten Mal falle ich rein. Ich bin es. Yeah. Also kann man nur Daumen hoch geben, oder? Super. Wobei es wirklich zweimal knapp war, ne? Aber diesmal falle ich glatt rein. Ist ja geilo. So, jetzt aber nicht mehr. Bäh, edgy badge. So, nix wie raus hier. Hm, und ich könnte eine Keule vertragen. Die werden wir gleich zu uns nehmen. Köstliche Keule, wo bist du denn? Hm, Hähnchen? Ja, ich habe gerade Bock auf Hähnchen. Hm. Oh. Ist jetzt wenig. Ja, so ein verschimmeltes Brot. Grundlage eines guten Frühstücks. Naja, es ist zwar wahrscheinlich schon eher Mittag. Aber wurscht, nehmen wir das Brot dazu. Und vielleicht noch als Nachspeise den Apfel. Ja, ganz gesund, also ganz voll sind wir noch nicht. Nehmen wir nochmal Hähnchen. Boah, okay, da hätte ich Dings nehmen können. Wurscht, belassen wir es so dabei. Jo. Was ich sagen wollte, ich kann den Chat leider momentan selber noch nicht lesen. Ich habe noch keinen passenden Bildschirm gefunden, keinen zweiten. Deshalb übernimmt mein Wolfi wieder den Chat für mich. Jo, und schau mal. Eine Stachelratte. Ja, komm her. Konterparade auszulösen. Aha. Das geht. Aber nicht so, oder? Au. Jawohl, doch, ich glaube, das hat hingehaut. Da ist er kurz mal quasi vorm Kopf gestoßen. Jo, also jedenfalls nächste Woche fahre ich dann in die nächstgrößere Stadt. Ja, ich bin ein Landei. Deshalb ist es nicht immer, sag ich mal, nicht immer zu 100% oder ganz leicht möglich, in größere Städte zu fahren. Da es doch von mir aus bis zur nächstgrößeren Stadt doch über 40 Kilometer sind. Freilich, Auto habe ich alles und so. Aber nächste Woche muss ich sowieso hin. Und dann geht es unter einem. Jo. Mhm. Und da gibt es so viel Auswahl, da muss was Passendes dabei sein. Also Preis, Leistung, so auch, ne? Komm daher. Ja. Ja, jetzt reg dich nicht so auf, du Viech. Na komm. Bäm. Zack. Brack. Bäm. Jawoll. Du auch? Na komm. Batsch, zack, brack, boom. Aus ist mit dir, du Motte. Mhm. Was hast du denn Schönes? Flügelstaub und da ebenfalls. Super, yeah. Grünblatt. Mhm. Und was ist da drüben noch Schönes? Ich glaube, eine Mana-Wurzel. Mhm. Mana war schon mal richtig. Gut, hier ist... da noch was verstecken tut. Ja, eine Goldmünze. Viele Goldmünzen. Schwacher, magische Heilung. Eine Schriftrolle wahrscheinlich. Kleiner Heiltrank und noch mehr Goldmünzen. Ja. Haben wir da auch noch was? Nö. Das wäre auch so ein typisches Versteck gewesen. Ja. Gut, gut, gut. Lalila,
la la la. Lalli lalli la. So, ja. Daram. Und weiter geht's. Nase juckt. Da drüben müssen wir ein bisschen aufpassen. Da lebt ein schlecht gelauntes Schweindl. Wildschwein. Die sind noch nicht gut für uns. Also nicht mit dem Equipstand, den wir jetzt gerade haben. Trotz Schild. Ich meine, man kann es schon probieren. Mit dem Schild. Ja, es könnte vielleicht was werden. Probieren wir es vielleicht mal bei passender Gelegenheit. Also erstmal tun wir uns wieder ein bisschen heilen, indem wir uns gesund saufen. Ja, Prost. So. Mhm. Eine Bank zum Hinsetzen wäre auch mal nicht schlecht. Die müden Füße entspannen. Weil ich glaube, barfuß über den ganzen Kies und so laufen ist auch nicht gerade super. Aber schau mal, was es hier drinnen so gibt. Huch. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Ich habe nichts gemacht, lieber Neil. Neil? Neil? Hallo. Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Mich umschauen eigentlich. Wo genau bin ich hier? Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Okay. Das ist ja mal nett, oder? Besorge dir eine bessere Waffe. Dann schauen wir gleich mal in den Schrank rein. Hallo. Hier haben wir Bolzen. Munition für jede Armbrust. Stichwaffenschaden 20. Goldwert 1. Dann haben wir hier einen hübschen Trank, schön rosarot. Das ist sicher ein Liebestrank, ne? Nein, nein, was steht hier? Trank der Regeneration. Lebensenergie plus 50 und Mana plus 50. Schade, kein Liebestrank. Dann haben wir hier noch Wasser, Fackel und, oh, ein Schlüssel. Truhenschlüssel aus einem Haus am Wegesrand. Nehmen wir alles mit. Dann haben wir hier einen schönen Ofen, einen schönen kleinen Ofen zum Füße anwärmen. Haufenweise, ne, haufenweise nicht, aber zwei Goldmünzen sind hier. Ich glaube, das liegt schon länger hier. Ein kleiner Heiltrank. Schön. Aber hier stinkt es in der Ecke. Ich gehe da wieder, bevor mir schlecht wird. Ja, der hat gleich mal die Kerze umgeschmissen. Super. Gratuliere. Haben wir da oben vielleicht noch irgendwas? Ja, roher Bollen. Und der liegt wieder am Boden. So muss das scheinbar sein hier. Fläschchen und Brot. Mhm. Gammelschimmelbrot. Es gibt nichts Besseres. Ein Rum gibt es hier noch. Ein Stuhl zum Hinsetzen. Und dann noch eine Truhe. Wahrscheinlich ist dafür der Schlüssel gedacht gewesen. Was haben wir da? Ein Schwert. Ein Schwert ist komischerweise in der Kategorie Schwert drinnen. Wie kann das denn nur gehen? Hat sonst nichts Besonderes, außer dass er 15 Klingenschaden macht und 10 von 10 Stärke benötigt und 50 Münzen wert wäre. Dann haben wir hier noch einen Pfeil. Munition für jeden Bogen. Stichwaffenschaden 20 und ist ebenfalls 1 wert. Ein paar Bolzen sind noch hier, ein paar Dietriche. Mit dem nötigen Talent ersetzt er fast jeden Schlüssel. Mhm. Kleine Karte der Insel. Das ist ja fein. Zeigt leider nur einen Teil der Insel. Naja, besser als nichts, ne? Nehmen wir alles mit. Yeah, Quest Erfolg. Besorge dir eine vernünftige Waffe. Yeah, sehr gut. Die werden wir uns auch gleich ausrüsten tun. So. Tada. Ja, das schaut ja. Jetzt schauen wir schon ein bisschen aus wie ein Held, oder? Können wir, glaube ich, schon so stehen lassen. Schöner Ausblick. Mhm. Jo, perfekt. Ah, ist da noch ein Buch? Nee, das schaut nur so aus. Okay. Passt. Ich glaube, Neil wird mit unserer Beute zufrieden sein. Hallo. Ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du.
Du kennst dich hier gut aus? Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt es hier was zu holen? Ja, das wird er mir sagen, ne? Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Okay. Was weißt du über die Hafenstadt? Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Okay. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Wart mal noch ein bisschen. Du hast eben von einer Vulkanfestung erzählt. Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Okay. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Mhm. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Okay. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt, ins Lager. Nein, wart mal noch. Ich habe eine Frau unten im Süden zurückgelassen. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Das ist aber nett. Rette Sarah aus der Wildnis. Menschenfreund. Yeah, supi. Puh, okay. Dann würde ich mal sagen, ich beende das hier mal. Warte noch ein bisschen und gehe noch schnell runter zu Sarah. Ist jetzt zwar ein bisschen ein Weg. Okay, der raucht gerade eine. Das dachte ich mir, Alter. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Nein, wir laufen, oder wir gehen, naja, kann man eigentlich schon laufen nennen, runter schnell zu Sarah und erstatten ihr Bericht. Dass Hilfe da ist, schau, die Bärde habe ich übersehen, dass Hilfe da ist und dass man sie holen kommt, wenn man einen sicheren Unterschlupf für sie gefunden hat. Mhm. Jo, was gibt es hier noch zu sagen? Viecher respawn. Soweit ich mich richtig erinnere, funktioniert das gleich wie bei Gothic und Gothic 2. Die Viecher bleiben tot. Oh, wie schlimm. Außer man beginnt ein neues Kapitel. Dann kann es passieren, dass gewisse Viecher zu einer gewissen Stückzahl wieder da sind. Jo. Die Erfahrungspunkte bleiben immer gleich. Es ist wurscht, welches Level-Up man hat. Man bekommt pro Viech die Erfahrungspunkte, die eben für das Viech oder für den Gegner vorgesehen sind. Hallöchen, Sarah. Du bist zurückgekommen. Ja, und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Jo. Man wird sich um dich kümmern. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Ja. Danke. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Du bist ein guter Mensch. Mhm. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Okay. Ja, yeah, 50 Punkte. Supi. Wo hast du bitte jetzt den Trank her, Gnädigste? Wahrscheinlich habe ich ihn irgendwo nicht entdeckt. Unter dem Gerümpel. Vielleicht hat sie doch mal den Besen geschwungen. Ich bin selber ein Mädel, ne? Also Hausarbeit und so. Das muss gemacht werden. Wenn man es sauber haben will. So, la la la, la la la.
Dann gehen wir wieder rauf. Jo. Das wäre auch schon wieder speicherwürdig, würde ich mal meinen. Werden wir auch dann gleich wieder tun. Und, dann würde ich mal, ja, ich würde es mal mit einem Schweindel probieren, ehrlich gesagt. So ein Wildschweinchen mal angreifen. Ob wir es schaffen würden mit Blocken, mit unserem Schild, ob wir es irgendwie vielleicht down kriegen. Schauen wir mal. Ja. Mhm. Also. So, da hinten ist ja schon unser Opfer. Dann tun wir das Ganze auch mal speichern. Ich nehme den hier. Bitte überschreiben. Okay, und fortsetzen. Ich tue immer gern die Spielstände ein bisschen abwechseln. Ich glaube, da war nur eine Sau. Ja. Tue sie gerne ein bisschen abwechseln. Na, komm da her. Oh, das geht. Ja, komm. Hey. Bam, bam. Boah, viel, wow, aua. Bam. Au. Jo, es würde gehen, aber es dauert ein bisschen. Au, 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 au. Und ich brauche Glück. Ja, ich brauche viel Glück. Das schaffe ich schnell. Für das habe ich falsch angefangen. Ja, für das habe ich falsch angefangen. Hat die sich gerade auf dem Rücken gewälzt? Diese blöde Sau. Hm? Aber es würde gehen. Es würde gehen. Mit Sicherheit. Ich würde es gleich nochmal. Ja. Mhm. Komm her, du Sau. Bäm. Na, 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 blocken. Es ist da echt besser, wenn ich zurückgehe. Au! Okay, jetzt greift sie wieder anders an als vorher. Voll interessant. Ich glaube, das wird nichts. Wow, da habe ich jetzt nur Glück gehabt. Ja. Treffen ist auch so eine Kunst, ne? Ja. Nee, das lasse ich mal. Schade um die Zeit. Schade um die Zeit. Falls ihr das ganze Geknarze hört, ne, das ist der Sessel von meinem Wolfi, ne? Der hat schon schwere Zeiten hinter sich. So. Ja, dann nehmen wir das Zeug hier mit. Also die Sau ist doch noch etwas, ich bin zu ungeschickt dafür, echt. Aber ich nehme die Kräuter mit, die hier sind, zumindest ein paar, bevor ich die Sau da drüben bulle. Ja, das muss reichen. So. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich den Weg des Banditen eingeschlagen. Ich meine, es ist komplett wurscht, wenn wir ihm jetzt bitten, dass er uns den Weg zum Banditenlager zeigt. Das wäre gar nicht so schlecht, dann können wir nicht einen Haufen Quests erfüllen. Also, führe mich bitte in euer Lager. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem, folge mir. Jo. Und wenn wir hier wieder vorbeikommen, soll er uns in die Hafenstadt führen. Jetzt haben wir da nämlich einen starken Begleiter und Helferlein. Der wird uns hoffentlich helfen, da diverse Monster zu besiegen. Worauf wartest du? Ich habe mir nur eine Pflanze geholt. Entschuldigung, Stressbustel. Weiter jetzt. Du könntest schon ein bisschen freundlicher sein. Hm? Ja. Und jetzt? Ah, siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Mhm. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Okay. Aha. Darüber. Okay. Oh. Ah, da haben wir noch ein grünes Blatt. Komm mit. Wölfe. Gut. Noch ein grünes Blatt. Da drüben ist auch ein Viech. Worauf wartest du? Auch ein Wolf. Okay. Da haben wir noch ein Bild. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Mhm. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke.
Ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe dann mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Ja, gut. Mach's gut. Ein Schwammerl und da haben wir eine Beere. Sehr schön. Aber jetzt wäre es doch schön. Ich lasse die Wölfe mal aus einem gewissen Grund am Leben, weil ich auf ihre Felle scharf bin. Und da müssen wir zuerst ein Werkzeug kaufen. Ich glaube, mit dem Werkzeug ist es getan. Komm her. Na komm, du stinkende Stachelrauz. Au. Ja. Bäm, bäm. Au. Ja, war klar. Ja, ja. Na komm nur. Bäm. Zack. Jawohl. Her mit deinem Fleisch. Super. Dann hatschen wir darunter. Ah, ah, ah. Da ist noch eine. Ja, wer ist eine brave Ratte? Und will die Radieschen von unten anschauen? Ja, du. Ich weiß es eh. Habe ich es jetzt getroffen? Ja. 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 Ich glaube, das ist eine große. Ja. Ja, das ist eine große. Ja, und zack. Perfekt. Hurra. 50 Punkte und ein leckeres Stückchen rohes Fleisch. Mhm, super gemacht. Yeah. Gut. Dann gehen wir da weiter. Ist da hinten? Ich glaube, das ist eine Goldader, oder? Mhm. Erze kann man hier nämlich auch abbauen. Mhm. Und die können wir auch gut gebrauchen. Ah, da haben wir schon einen Jäger. Hey, hi. Wo willst du hin? Ich schaue mich hier nur mal um. Was geht dich das an? Nö, ich schaue mich hier mal um. Ich schaue mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. Mhm. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Eine Rüstung wäre mir lieber. Aber woher kriege ich denn eine? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Aha. Und was jagst du so im Sumpf? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Hm? Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Okay. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Mhm. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Okay, dann wäre es vielleicht gut, wenn wir zuerst uns eine Rüstung holen. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Okay. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Okay, wir haben uns Mühe gegeben. Erzähl mir etwas über euren Tempel. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Okay, Tempel, die wie Schwammerl aus dem Boden wachsen. Ja, Sachen gibt's, ne? Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie und so, verstehst du? Mhm. Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Okay. Ekelige Biester, was soll das sein? Eklige Biester? Ja,
Einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachbossen im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Okay. Was weißt du noch über die Weißen? Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den Weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Na, großartig, das hört sich sehr toll an. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Was Schimmel. Macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Aha. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Okay. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Okay. Aber verbind mich schon. Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Mhm. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Na, noch nicht. Lass uns handeln. Ja, das können wir mal machen. Schau mal, was. Lass uns handeln. Was er hat. Jo. Gut. Also kaufen, verkaufen, da ist sein Inventar und da ist unser Inventar. Was hätte er denn schönes? Wilderer Bogen. Stichwaffenschaden 20, benötigt Geschicklichkeit. Okay, ein Haufen, 20 und 10 haben wir nur. Würde. Was? 200 Gold würde der kosten. Der Kurzbogen würde schon mal gehen. Stichwaffenschaden 10. Benötigt nur 10 Geschicklichkeit. Und 10 haben wir ja. Wird nur 75 Goldmünzen kosten. Dann hätte er auch noch haufenweise Pfeile. Einen Ring. Mhm. Ring des Geschicks. Geschicklichkeit plus 3. Kostet aber 100 Goldmünzen. Kiefermeißel. Damit kann man Rottwürmern ihre Zähne herausbrechen. Mhm. Flügelschere. Stabile Schere. Gut geeignet, um Tieren ihre Flügel abzuschneiden. Kostet auch ein 100er. Und dann hat er noch ein paar Zähne. Diese Werkzeuge brauchen wir, bevor wir dann uns in den Sumpf begeben. Ich hätte dann halt nur gern noch irgendwas zum Felle abziehen. Das wäre halt ganz supi. Können wir irgendwas entbehren? Ich glaube noch nicht, ne? Doch, die alten Waffen könnte man eigentlich verkaufen. Also sicher mal den Ast hier, den Knüppel. Jetzt ist die Frage, wie viel Gold der hat, ne? Oder hat er überhaupt... Achso, vielleicht Tauschhandel. Das könnte vielleicht... Ich schau mal. Das wäre jetzt aber auch doof, wenn er mir dafür keine Münzen geben kann, ne? Weil er vielleicht gar keine hat. Warte mal. Ich probiere das nur mal mit dem Kleinen hier. Handeln. Deine Waren. Ich gebe dir noch 3 Gold. Okay. Passt. Funktioniert. Dann hauen wir das alles weg. 8 gibt er mir. Hey, das war 8,4. Du könntest da schon aufrunden. Frechheit. Was gibt denn hier dann bitte 8,4? 0,2. Wieso Komma? Das ist echt nicht nett. Und wie würde er jetzt geben? 17? Auch 16. Mhm. Da wäre es dann quasi gut, wenn du schaust, dass du hinten so wenig wie möglich an Komma hast, ne? Dann probieren wir es mal so. Gib ihm immerhin 15. Machen wir es halt einmal so, ne? Hm. Jetzt haben wir 98. Vierte Kumpel. Vielleicht kann ich ja hier und da irgendwie noch eine Truhe aufmachen. Und vielleicht gibt es dann irgendwo noch Gold und so. Wasserfass. Bröstlichen. Also, auf euer Wohl. Mhm. Sehr gut. Und dann gleich nochmal. Weil es so köstlich war. Und einmal geht's noch. Einmal geht's noch leicht.
Perfekt. So, mal kurz auf die Uhr klupschen. Oh, mhm. Gehen wir bald in die Pause. Aha. Jo, wie gesagt, wenn wir Bock haben, tun, Teli tut, tut, können wir ja noch, vielleicht noch 1,5 Stunden draufpacken. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Ricardo, hallo. Servus. Was ist? Was machst du hier? Was machst du hier? Wache schieben. Mhm. Und, wie läuft die Wache? Und, wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist der kalt? Ist der kalt? Nein, hier stinkt's. Okay, erzähl mir was über das Lager hier. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach, was. Was machst du hier außer Wache schieben? Ich hoffe, der verhaut mir nicht, echt. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Wo genau sind diese Ruinen? Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Ja. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Okay. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Und wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Okay. Was macht euer Don im Tempel? Alter, wie blöd kann man fragen, hey? Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Ja? Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Alter, ich trau mich nicht, wenn der mich verhaut, ne? Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekeligen Viecher für dich töte? Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah, 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. Kannst du mich trainieren? Jetzt wird's interessant. Kannst du mich trainieren? Ah, weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Alles klar. Gut, ich töte die ekligen Viecher für 30 Gold. Jo. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Ekelige Insekten, ja. Damit sind sicher wahrscheinlich die Motten gemeint, hoffe ich mal. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust 2. 200 Gold und 10 Lernpunkte. Tschüss. Tschüss, mein Freund. War mir eine Ehre. Dann Domingo. Der ist fett am Rauchen. Was Servus. Willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja. Erzähl mir was über das Lager. Boah, muss ich das echt jeden fragen? Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Nö. Also pass auf, ich mach's kurz. Jo. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Jawohl. Ja. Wer bist du? Ach, nur ein Handlanger. Oh, da haben wir eine Mana-Pflanze. Super. Ja, man merkt schon, rauer Umgangston. Wir haben es hier mit einem, ja, Hort von Männern zu tun. Wobei die Mädels können da auch viel gemeiner sein, ne? Broga. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden.
Was ist denn dein Problem, Alter? Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Ich habe keine Schaufel. Dir hat schon lange... Na, nix Arsch versohlen. Also kämpfen... mit unserem Equip... Nee. Ich bin kein Arbeiter. Hast du hier was zu sagen? Fragen wir mal so. Hast du hier was zu sagen? Ich bin der Anführer der Kämpfer hier im Banditenlager. Oh. Und du hältst die Schnauze und tust, was ich sage. Ich hab Hunger. Bring mir eine gebratene Keule Fleisch von der Köchin Rachel oben bei der Schmiede. Aber beeil dich, sonst komm ich dich holen. Bist du der schwarze Mann, oder was? Der kommt einen auch holen. Hallo, Craig. Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Nö, eigentlich nicht. Soll ich dir mein Geld jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Geh mir an die Taschen und du kannst was erleben. Das obere. Soll ich dir mein Gold jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Nicht direkt. Nur wenn du es bei einem ehrlichen Spielchen verlieren solltest. Wie funktioniert dein Spielchen? Wie funktioniert dein Spielchen? Ha, bist neugierig geworden, was? Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Und um welches Spiel handelt es sich? Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Interessiert mich nicht. Ja, fragen wir mal blöd weiter, ne? Gleich mit Oberen. Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Und was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Mhm. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arenakampf? Solche Dinge. Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Ihr kämpft auch um Gold? Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Nicht mit dem Equip, wie gesagt. Kann ich hier irgendwo trainieren? Jo, das wäre schon besser. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Mhm, das ist ja mal nett. Erzähl mir mehr über die Arena. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ach, verstehe. Mhm. Okay. Ich will in eurer Arena kämpfen, noch nicht. Welcher Kämpfer ist denn gut? Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Aha. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Mhm. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager. So wie ich das sehe. Okay. Bring mir was bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Bitte. Stärke plus 1 plus 5 und Schwert obendrein noch. Super. Das werden wir uns hoffentlich... Also ich werde mir das hoffentlich merken. Das werden wir dann vielleicht mal brauchen, wenn wir eben Schwertkämpfer bleiben. Was ist denn das für ein Vieh? Bitte, was haben sie denn da? Echse am Spieß. Die fressen auch alles. Ja, mit den richtigen Gewürzen, ne, und so. Puh. Lorenzo. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Aber, ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel.
Aber ich sag dir was, ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Ich bring dich um, dann gehört deins mir. Nein, du bist Kämpfer, oder? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Ach so. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Die stand hier zur Auswahl, darum habe ich sie gestellt. Was hat der Don mit dem Gold vor? Woher hat der Don das ganze Gold? Fangen wir wieder von oben an. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Mhm. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Aha, okay. Also da sind wir wieder so wie typisch überall auf der Welt. Die glauben, mit Gold und Geld kann man alles kaufen und erreichen. Ja, okay. Was genau macht die machen die Weißen in der Stadt? Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Nein. Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Mhm. Aber frag mich nicht was. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch egal. Okay. Was? Schon gut. Ja. Schon gut. Schon gut. Woher hat der Don das ganze Gold? Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Jo. Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Mhm. Und er war voller Gold und Artefakte. Mhm. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Jo. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Okay. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die Nein. aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor okay. wir an das Gold kommen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Mhm. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das da rumliegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Ja, können wir machen, ein bisschen später. Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Wie genau willst du das Gold aufteilen? Abgemacht, geh vor. Ich denke darüber nach. Ja, wir denken darüber nach. Ich frage jetzt nicht mehr blöd. Ich frage nicht mehr blöd. Ich denke drüber nach. Passt schon. Gut, aber lass dir nicht so viel Zeit damit. Ja, ja. So in 30 Jahren vielleicht, dann gehen wir es an. So, mit dir hatten wir schon, ne, unser Vergnügen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz aufs Urli schauen. Mhm, bisschen Zeit haben wir noch. Bis zur Pause halt, ne? Oskar, servus. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Mhm. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Oh. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Oh. Also frag mich erst gar nicht, klar? Okay. Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Das liegt daran, weil wir kein Bart tragen. Und dieser Drei-Tage-Bart, der ist halt noch so flaumig, ne? Der passt noch nicht so recht. Ist ja gut, bin schon weg. Was müsste ich tun, damit du mir das Schmieden beibringst? Das wäre mal eine Sache. Was müsste ich tun, damit du mir das Schmieden beibringst? Du hörst wohl schlecht, was? Ich will keinen Lehrling. Lehrlinge sind so nützlich wie ein Furunkel am Hintern. Da müsste schon einiges passieren, damit ich meine Meinung ändere. Ich hoffe für dich, dass du mich nicht nur deswegen angequatscht hast, Jungchen. Ich suche Arbeit. Ich brauche Waffen. Ich suche Arbeit. Ja, für Quests und so, ne? Ich suche Arbeit. Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Doch, wir sind der Held. Noch dazu ein namenloser Held. Ja, aus dem Hause Piranha Bytes. Und wir brauchen kein Geld, denn das stellen wir uns später sowieso zusammen. Wir wollen Erfahrungspunkte. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Ja, das können wir machen. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don.
Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Jo. Jeder hier gibt sein Gold dem Don. Wie komme ich zum Don? Ich brauche Waffen. Immer noch Waffen. Jeder hier gibt sein Gold dem Don. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Okay. Wie komme ich zum Don? Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Mhm. Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Werd's mir merken. Naja, wir hätten ein kleines bisschen Gold. was könnte denn dem Don eigentlich so interessieren? Was könnte den Don interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Mhm. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Oh. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Jo, das hört sich nach einer Quest an. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Jo, vielleicht weiß er, hat einen Hinweis oder so. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen. Aber ich glaube, er schneidet nur auf. Okay. Ja, ich hoffe ein Schnittchen, ne? Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Ja, Bescheidenheit und so. Jedenfalls, nach dem ganzen Gequatsche, ich bräuchte eine Waffe. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Nein. Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Aha. Hast du auch Schwertrohlinge? Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Okay. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Ja, wir haben ja eigentlich keins noch. Zeig mal deine Ware. Ist besser so. Zeig mir deine Ware. Was hätte er denn Schönes? An zwei Händer. Jawohl, den kaufen wir uns. Und wir haben nicht die Stärke dazu, weil wir brauchen 50. 50 Stärke. Bastardschwert ist auch nicht besser. Schädelspalter hört sich super an. Keine Machete, keine Dornkeule. Das Schwert haben wir schon. Ein Speer wird es hier geben. Können wir nicht führen. Rabenschnabel geht alles nix. Nein. Vergessen wir's. Leichte Armbrust, ja, schön und gut. Es war mir eine Ehre, lieber Herr Schmidt. Bis irgendwann mal dann, ne? So. Ich glaube, wir hätten uns jetzt unser Päuschen verdient. Ich würde sagen, wir machen noch die Keulen, also die Essensgeschichte für den Kerl da drüben, bevor er uns wirklich heimsucht oder uns eine auf die Nuss gibt. Rachel. Ah, noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Ich brauche... bist du hier die Köchin? Du bist hier die Köchin? Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Oh. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit. Welches Loch? Broger will eine gebratene Keule Fleisch, bitte. Broger will eine gebratene Keule Fleisch.
Und er hat dich losgeschickt, um sie ihm zu bringen, was? Yep. Ich hab dir schon was gegeben. Was du damit machst, ist deine Sache. Ah, ich soll meine Ration dem Vielfraß geben. Das war so klar, dieses Arsch. Dieser Mistkerl hat's gewusst wahrscheinlich, ne? Toll, dann gehen wir heute hungrig ins Bett. Ich will mit deinem Mann sprechen. Kannst du mir da vielleicht helfen oder so? Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Mhm. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Mhm. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, hab ich hier das Sagen. Oh. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Wie läuft es denn so mit der Schweinebande? Ich will trotzdem mit deinem Ehegatten sprechen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal. Don Esteban ist beschäftigt. Ja? Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Weil ich so schöne blaue Augen habe. Weil ich ein netter Kerl bin. Ja. Ja. Weil ich ein netter Kerl bin. Du kriegst gleich was hinter die Löffel. Solange du nichts Wichtiges für den Don hast, brauchst du mich auch nicht mehr nach einer Audienz fragen. Jo. Geh wieder an die Arbeit oder ich mach dir Beine. Jawohl. Na gut. Die Dame versteht keinen Humor. Null. Na fein, dann kriegt eben dieses aufmüpfige, unverschämte Broga-Mistkerl-Typ da eben unsere Keule. Zum Glück haben wir schon ein paar in der Tasche, somit müssen wir doch nicht hungrig ins Bett gehen. Mach deinen Scheiß gefälligst selbst. Nein, hier, nimm dein Stickelfleisch. Hier ist dein Fleisch. Das wurde aber auch Zeit. Das nächste Mal ein wenig schneller, ist das klar? Hey, ich möchte auch mal ein bisschen Smalltalk machen, du Mistkerl. Ich suche Arbeit. Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Das können wir mal machen zuerst. Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Wertloser Plunder. Ist zwar aus Gold der Kram, aber außer dem dämlichen Schmied will's keiner haben. Und der Spinner zahlt dafür viel zu wenig. Warum fragst du? Nur so, ich suche diese Bruchstücke. Ja, ich suche sie. Ich suche diese Bruchstücke. Ach so ist das. Das ist natürlich was anderes. Sind wohl doch nicht ganz wertlos, die Dinger. Verflixt. Ich trage zufällig eins dieser Bruchstücke bei mir. Aber ich werde es dir nicht geben. Mhm. Ich warte erst mal ab, was du alles anstellen wirst, um es zu kriegen. Arschloch. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Was soll ich denn mit so einer halben Portion wie dir anfangen? Gib mir deine Waffe und deine fette Rüstung und ich zeig dir, wer hier die halbe Portion ist. Ganz schön vorlaut, du Bürschchen. Na gut, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Phil und Clay, zwei meiner Jungs, sollen im Osten beim Sumpfbauern abwechselnd Wache schieben. Clay, das faule Schwein, liegt aber schon ziemlich lange am Lagerfeuer herum. Geh doch mal hin und versuch, die Sache zu klären, bevor Phil da oben beim Sumpfbauern vergammelt. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst. Mhm. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Mach deinen Kämpfern auch mal was anderes als Wache schieben. Können wir auch fragen. Machen deine Kämpfer auch mal was anderes als Wache schieben? Was sollen sie denn sonst machen, du Spinner? Du würdest dich wundern, wenn unsere Feinde hier angerückt kommen und keiner da ist, der sie auffällt. Also, hab mal gefälligst ein wenig mehr Respekt, klar? Jawohl. Entschuldigung. Du hast deine Jungs im Griff, was? Oh, ich glaube, ich sollte mich nicht so spielen, oder? Der haut mich sicher dann aufs Maul, oder? Soll ich mich trauen? Mit Speichern vielleicht. Ja, da müssen wir echt mal Pause machen, ne? Das du machen wir noch fertig. Du hast deine Jungs im Griff, was? Darauf kannst du einen lassen, Freundchen. Jeder, der hier nicht spurt, den knöpfe ich mir persönlich vor. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder machen kann, was er will? Schon mal passiert? Ja, jetzt wo du es sagst, ich vermisse einen meiner Männer. Oh. Er sollte für mich was erledigen, ist dann aber irgendwo im Sumpf verschwunden. Autsch. Ich habe keine verdammte Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ich habe Dorgan ausgeschickt, ein paar Besorgungen zu machen, aber er kam nie zurück. Weiß der Geier, wo er sich herumtreibt. Vielleicht hat er eine Freundin gefunden. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Ich werde deinen vermissten Kämpfer finden. Mann, oh Mann, der kann was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Mhm.
Mach deinen Scheiß gefälligst selbst, machen wir sicher nicht, weil das gibt dann doch Erfahrungspunkte. Also, Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Tatsächlich? Dann beweg dich. Der Sumpfbauer ist im Osten. Jawohl. Also dann, Fiti. Fauler Hund. Ja, das passt super. Gut, ihr Lieben. Ich setze mich hier auch mal, oder ich stelle mich mal hier zum Lagerfeuer. Da ist schön warm. Es ist eh dunkel und finster draußen. Die haben sogar Hähnchen. Warte, was? Oh Mann, da hast du die alte Rachel ganz schön verärgert, was? Was? Mach dir keine Sorgen. Die beruhigt sich schon wieder. Bei der musst du am Ball bleiben. Okay. Ja, danke für den Tipp. Na gut, auf jeden Fall, wir machen jetzt mal kurz Pause. Ich würde sagen, 15 Minuten. Ich denke, das ist okay. Kann jeder pinkeln gehen und dann passt es schon. Also dann, bis gleich.